Herzlich willkommen zu Röbel TV, alle lieben Freunde, die jetzt eingeschaltet haben. Zu einer ungewohnten Zeit, und zwar zu einem Mittwoch nach Bonjour. Ne? Also wir hauen da jetzt einfach noch, wir legen noch mal einen drauf. Für alle, die zum ersten Mal zugucken, herzlich willkommen. Für alle, die wieder einschalten, hi. Ich fange direkt mal an mit den neuesten News, und zwar gibt es die von Netflix. Netflix hat etwas gemacht, und zwar bringen sie jetzt eine Sendung auf den Markt. Ja? Die kommt aus Kolumbien, ist auf Spanisch deswegen und nennt sich Metastasis. Ja, man sieht es hier, ich muss es ein bisschen gerade halten, damit man es auch erkennt. Und zwar gibt es da zwei Personen, die schon bekannt sind. Man sieht es hier, die bekannte Szene aus Breaking Bad. Walter White heißt bei Metastasis Walter Blanco. Hey. Jesse heißt José und Saul Goodman ist Saul Bueno. Ich frage mich, was die da sich reingezogen haben im Redaktionsmeeting, als es diese Idee gepitcht worden ist. Man kann jetzt also bei Netflix offiziell etwas sehen, das vor einem Jahr abgedreht worden ist. Neu und auf Spanisch, ohne Untertitel. Schön. Da denken wir uns, wir sind natürlich nicht dumm. Wir als Röbel TV ziehen da mit. Wir haben uns die bekanntesten Klassiker rausgesucht und hauen die jetzt eins nach dem anderen schön ins Kino rein. Ich fange mal an mit dem Röblinator. Ich musste gerade selbst nochmal überlegen, was ich da in unserer Redaktion... Der Röblinator, da kriegt man eigentlich mal einen Tusch. Kann man da einen Tusch von bekommen? Jetzt... Ja. man kennt die, das ist Thomas, ne? Also, der neue Röblinator. Und dann, jetzt, das hier ist einer meiner Lieblings-Zukunftsfilme. Das ist Röbeln in der Karibik. Könnte auch ein schlechter Pornotitel sein, finde ich aber persönlich besser. Der Hauptdarsteller gefällt mir, ne? Ein hübscher. Und jetzt komme ich zu meinem Highlight, auch von der letzten Woche. Und zwar für diesen Film durften Monotai und ich durften an meinem wunderschönen Fotoshooting teilnehmen. Für PS, ich röbel dich. Und man sieht es an unseren glücklichen Blicken. Wir waren sehr zufrieden und es hat uns Spaß gemacht. Ja, dieses Fotoshooting war einfach ein Erguss, ein Freudenerguss über 5 Minuten ausgebreitet. Und ich weiß nicht, ob ihr vor 2 Wochen schon mal reingeschaut habt. Wir hatten jetzt lange ja keine Sendung und so. Und da hatten wir die Deborah da. Deborah macht Hasensport, Kaninhop. Das bedeutet, man nimmt Kaninchen und springt mit denen über Hindernisse. Und sie hat damals mit einem Kaninchen angetreten, das hieß Raffi. Raffi hat mich im Kaninhop ganz schön weggeballert. Und Raffi hat jetzt natürlich die ganzen Hauptrollen in den neuen Blockbustern abgestaubt. Seht mal selber, ich zeige euch mal die erste Variante des jetzt anrollenden Films. Hasentime! Ah. also wer Raffi nicht kennt, der muss jetzt echt mal die vierte, ich glaube es ist, ich muss kurz mal hier in den Raum gucken, vierte ist es, ne? Die vierte. Und zwar ist es die vierte Folge und da sieht man Raffi auch in Action, ja? Und Raffi, weil das so ein krasser Playboy ist, der hat natürlich direkt auch mit Michael Bay gesprochen. Und Michael Bay zusammen mit Steve Gerrard, weil mir gerade der Name nicht mehr einfällt, von dem Regisseur. Die drehen jetzt den neuen Jurassic World. Und da ist Raffi einer der Mit-Antagonisten, sage ich mal. Ja? Seht mal selbst. Hasentime! We shouldn't be here. And there's 5 dinosaurs. Aren't you supposed to be a genius or something? Look. 1, 2, 3, 4. 5. Von einem Tier. Einem hochintelligenten Tier. Hasentime. Ja, und also guckt euch Raffi nochmal an, der ist ein richtiger Playboy, ist jetzt nicht mehr so leicht zu erreichen, aber es gibt ein paar Booker und so, die ihn ein bisschen, sag ich mal, greifbarer machen.
Was mich gar nicht greifbar macht oder gar nicht ergreift, sind die fetten Menschen in Mexiko. Und das hat sich auch die Regierung gedacht. Ja? Die sind also fett, die essen den ganzen Tag nur argentinische Rumpsteaks, in Mexiko wohlgemerkt. Ja? Diese fetten Menschen, hat man sich gedacht in der Regierung, saßen 3, 4 Top-Athleten zusammen, haben sich überlegt, warum stellen wir nicht einfach 2 Automaten auf? Ja? Es gibt in Mexiko jetzt offiziell an allen Bushaltestellen gibt es Sportautomaten. Man dachte sich, wenn sie eh schon danach im Bus verfetten, wie eine alte Fettleber, warum nicht dann wenigstens an der Haltestelle nochmal ein bisschen Sport machen, ja? Man sieht hier, das sind natürlich Models, die sind nicht so fett wie die anderen Mexikaner, da hat man 4 Stück gefunden. Oh, jetzt kriege ich gleich hier aber Ärger, ey, das ist ja alles rassistisch, hoch 10, was ich hier sage. Also nehmen wir das nicht übel, ich mag dicke Menschen. Auf jeden Fall wurde das hier gemacht. Und jetzt wurden da diese Sportautomaten aufgestellt und wir haben uns gedacht, warum das nicht selber machen? Wir machen das jetzt auch in Stuttgart. Und ich habe einen Anruf bekommen von der Merkel, die meinte, kannst du das nicht mal probieren, auch in Stuttgart einzuführen? Und ich habe das probiert, für euch, auf der Straße. Was die Couch Potatoes da in Mexico City hinbekommen, das kriegen wir in Deutschland schon lange hin. Jetzt hat mich der Staat angerufen, ich soll hier mal als Beta-Tester fungieren und schön an den Bushaltestellen für Stimmung und Sport sorgen. Das mache ich jetzt. Stuttgart, sei gefasst auf Nick, the Personal Trainer, ne? So, es freut mich, dass ihr alle da seid. Sportprogramm vor dem Bus. Hauen wir alle nochmal rein und dann legen wir los. Gar nicht? No Sports. No Sports, okay, ich sehe schon. Starker Rücken, ja, kennt keinen Schmerz. Alte Weisheit. So, Bushaltestellen Sport, wir machen jetzt mal eine Runde Sport zusammen. Ich zeige euch, wie es geht. Wir machen erstmal ein paar Crunches, alle stehen, ein bisschen Kreislauf auflockern. Ja, ich fange mal an, ich mach's vor, ihr macht mir nach. Wir machen erstmal 3 Zyklen, dann machen wir nochmal 4. Wir fangen mit den Crunches an. Und 2. Und 3. Und 4. Komm, Crunches kann jeder. Ich mach's einmal vor, du machst nach. Guck mal, Arsch runter, Beine raus. Sie machen auch einen mit. Komm, jetzt, wo wir schon mal hier sind. Wo wir beide schon mal hier sind und sich die Chance ergibt. Keine einzige. Und schon merke ich, oh, mir geht's gut. Einmal, weil ich's gemacht hab. Gut, dann lass ich sie in Ruhe. Dann denken sie nach. Sport gemacht. Wollen wir eine Runde zusammen machen? Das ist jetzt wichtig, weil wenn man so viel rumsteht, also sich ein bisschen lockern, alles. Komm, Leute, ich mach 10 und ihr macht 1. Ich mach 10 Liegestütze, ihr macht 1. 6, 7, 8, 9, 10. So, und jetzt ihr. Schön. So, jetzt seid ihr fit, merkt ihr das? Top. Und nochmal. Ja, und merkst du das? Der Kreislauf am Start. Einen machen wir noch. Und noch ein. So läuft das nämlich. Ja gut, mehr wollen wir nicht. Aber schon mal top hier. So, jetzt mal alle mitmachen. Was machen wir heute? Bauch, Beine, Po machen wir erstmal ein bisschen. Ne? So, und jetzt machen wir für die seitlichen Bauchmuskeln. Machen wir. Merkt man hier schon. Merkst du das? Das. Und? Ja? Guck mal, das läuft doch. Und jetzt alle mal ein bisschen. Wie sieht es aus hier noch? Ein paar Crunches. Wir machen noch ein paar Crunches zusammen. Bevor der Booster jetzt kommt. 5 Stück, 5 Crunches, komm. 1, 2, 3, 4 und 5. Da ist das Team. Und keine Ahnung, Liegestütze, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ja, okay. Top-Programm, Mann. Stuttgart ist wieder fit mit dieser Maßnahme. Und wer gar nicht fit war, waren die Leute, die unsere Party besucht haben. Wir als Röbel-TV-Team am nächsten Morgen, da muss ich dazu sagen. Ne? Natürlich nächsten Morgen, weil alle haben gesoffen. Ne? Und wir haben eine Party für euch gemacht und zwar nannte sie sich Tanz in den Röbel. Es war ein ganz schönes Besäufnis. Die Leute konnten mal so einfach uns so Touch-and-Greet-mäßig uns mal berühren, mit uns spielen. Und sie konnten eine ganz schöne Sache spielen. Wir haben eine Slow-Mo-Booth aufgebaut. Wo man gegeneinander spielen konnte, und zwar Schnick, Schnack, Schnuck, dieses alte Spiel vom Schulhof kennt man das. Und der Gewinner durfte den Verlierer ins Gesicht schlagen. Das Besondere und das absolut Revolutionäre an dieser Idee war, man musste vorher an einer Twister-Scheibe drehen und dann hat man einen Gegenstand bekommen, mit dem man dem anderen ins Gesicht schlagen konnte. Das fanden die Leute alle richtig witzig, ja? Es war also quasi ins Gesicht schlagen 2.3. Ja? Und es waren 2 Stars waren bei uns anwesend.
Ich habe da jetzt gar nicht drauf reagiert auf den Tusch. Ne? Danke, dass du mich da supportest. Es gab zwei Stars, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Til Schweiger und Elias Mbarek waren auch auf der Party. Und ich darf es an dieser Stelle sagen, Til Schweiger hat Elias Mbarek ins Gesicht geschlagen. Die Medien haben darüber berichtet, ihr habt es mitbekommen. Und wir haben für euch mal ein paar Tweets rausgesucht. Zum Beispiel, Klaas Häufer Umlauf hat da was umhergesagt. Und zwar, lieber Elias Mbarek, lieber Til Schweiger, sowas macht man doch nicht in der Halligalli-Sommerpause. So hat nun wirklich niemand was davon. Falsch, mein lieber Klaas Häufer Umlauf. Röbel-TV-Redaktion schläft nie. Wir haben den Scheiß natürlich recherchiert und verarbeiten ihn auf höchstem Niveau. Ein viel schöneres Bild finde ich hier von, weiß gar nicht, von wem das ist. Ich hoffe, wir verletzen damit jetzt keine Urheberrechte. Und zwar Til Schweiger und Elias Mbarek in kein Hirn haben. Ne? Gut, ja, war lustig, ne? So, also die Gags stimmen heute wieder. Und jetzt zeigen wir euch von dieser Slap-Slow-Mo-Booth, wo die Leute fleißig mitgemacht haben, zeigen wir euch das Best-of. Viel Spaß damit. In this video, no animals were harmed. ist mir gerade spontan gekommen. Und zwar bitte ich euch, jetzt anzurufen. Und wir haben jetzt Folgendes. Wir spielen jetzt nämlich Schlag den Röbel. Was ist Schlag den Röbel? Schlag den Röbel ist etwas, wo ihr jetzt die Chance habt, hier bei mir live im Studio anzurufen unter der eingeblendeten Nummer. Ihr zahlt ganz normale Mobilfunkpreise, wie auch immer. Wir haben nämlich heute pralle Dinge da. Wir zeigen euch mal kurz pralle Dinge. Und das Spiel werden wir gleich zusammen spielen. Und bis hier ein Anrufer drin ist in der Leitung, gilt es an dieser Stelle für mich nur noch eins zu sagen. Ruft an, denn jetzt ist nochmal Hasentime! Woo. Woo.
War das nicht eine schöne Hasenthal? Mit einer der schönsten, die ich in meiner Kindheit erlebt habe. Ja, also ruft weiter an. Ich bereite dieses Spiel hier schon mal vor. So, jetzt ist mir gerade eine Sache. So, wir haben Anrufer. Wir wurden deswegen ja auch schon mal, also ich werde jetzt, also pralle Dinge ist so, hörst du mich? Ist da schon jemand in der Leitung? Ja, Mensch, Rübbel, hi. Hallo, grüß dich, wer ist denn da? Ja, hier ist Maria. Maria? Maria, das glaube ich dir nicht. Ja, das ist auch ein, doch, das ist auch ein Männername. Ach so, ach Maria. Ja gut, Maria, herzlich willkommen bei uns in der Sendung, das freut mich sehr. Ich erkläre dir, du willst pralle Dinge gegen mich spielen? Ja, klar. Ja, Maria, pass auf, ich erkläre dir kurz, worum es geht. Hast du das eben mitbekommen hier? Pralle Dinge, hast du das gesehen? Ja, habe ich mitbekommen. Genau. Wo war denn der Wasserball? Nenne mir jetzt die Nummer. 63. 63 ist leider falsch, Maria. Das tut mir leid. Du kannst eine Zahl von 1 bis 16 mir nennen. 14. Bist du dir sicher? Nein. Aber du willst du trotzdem aber, die... Aber ich nehme die trotzdem, weil 14 Tage ohne Röbel TV, das war so schön und deshalb nehme ich die 14. Maria, ah, das war so schön. Ah, ich ja, schon. Jetzt gibt's weg. Ja, Maria, du hast tatsächlich recht. Maria, du hast recht. So, Maria... Weil ich das so schön, ich wusste gerade nicht mehr genau, wo der Wasserball ist und du haust es einfach raus. Pass auf, und jetzt ist es so, ich habe eine Röbel-TV-Box, die kriegst du nach Hause geschickt, ja? Ja. So, und ich packe dir da Folgendes rein, das tue ich wieder raus, ne? Und ich packe dir rein einen gebrauchten Playboy. Weil soll ich dir sagen, das ist was... geil. Kleben da die Seitenröbel, kleben das, die, kleben das, die. Das weiß ich nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, oder? Gebraucht. Ja, aber ich gebe mir Mühe. Es steht da auch gebraucht, akzeptabel. Welchen willst du lieber haben? Wir können dir einen von beiden holen. Artikelzustand. Gebraucht. Ja, gebraucht. Da ist ja immer noch eine genauere Beschreibung. Gebraucht wie neu oder gebraucht akzeptabel? Was kannst du handeln? Das ist akzeptabel. Akzeptabel. Gut. Maria, ja, vielen Dank. Die Sendung. Du kriegst, ja, vielen Dank, dass du uns hier so feierst. Maria, bleib doch bitte in der Leitung und gib deine Adresse ein. Wenn du jetzt nicht Maria angibst, ne, dann gibt's Ärger, sag ich dir. Bleib aber in der Leitung. Bleib in der Leitung. Ja, ciao. So, Maria hat angerufen. Das war ein großer Fan von uns. Dem schicken wir, pass auf, können wir dem direkt noch ein paar Autogrammkarten mitschicken? Dass der da, ich schicke Maria noch ein paar handsignierte Autogrammkarten mit, ja? So. Und schön, dass das so geklappt hat, pralle Dinge. Was auch immer gut klappt, ist die Challenge. Challenge? Und zwar könnt ihr bei der Challenge, könnt ihr jetzt auch wieder hier upvoten. Wir machen das. Ich muss jede Woche für euch, muss ich eine Aufgabe erledigen. Letzte Woche war es Folgendes. Ich musste mit dem Böhmermann telefonieren und musste mir von diesem alten Late-Night-Hasen ein paar Tipps abholen. Ich habe das auch probiert und ja, was daraus geworden ist, das seht ihr jetzt. Ich muss Jan Böhmermann anrufen und mir da ein paar Tipps abholen und Thomas, du wirst mir heute ein bisschen Recherchehilfe leisten, ne? Ja, ich recherchiere ein bisschen, schau mal, wie man an die Nummer da am besten rankommt, ne? Da kommen wir aber ran, bin ich zuversichtlich. Ja. So, legen wir mal los, ja? Ich google mal, wo das Neo-Magazin Royal einfach mal produziert wird. Ja. Von welcher Produktionsfirma? Und vielleicht kommen wir da über Jan Böhmermann ran. Schauen wir mal. Neo-Magazin Royal. Zack. Produktionsunternehmen Bild- und Tonfabrik. So. BTF. Die Seite. btf.de. So, da haben wir schon eine Telefonnummer. Ja, dann rufen wir da mal an. Aber wir brauchen einen Plan, ne? Müssen ja. Wir anrufen, was ja. Also ich habe einen Termin ausgemacht für ein Telefoninterview mit Jan Böhmermann. Ja. Du musst einfach völlig davon überzeugt sein, dass du Jan Böhmermann jetzt sprichst. So, dann schauen wir mal. Ich bin ruhig. Hallo, wer bitte? Ja, guten Tag. Nick Costa hier. Und zwar habe ich eine Anfrage. Wir haben eine Interviewanfrage an Herrn Böhmermann. Wir haben heute ein Interview um 15.30 Uhr. Können Sie mich da mal durchstellen? Zu wem? Zu Herrn Böhmermann.
Mal Böhmer dann. Ja, oder machen Sie Folgendes, geben Sie mir einfach mal kurz einen Kontakt durch. Dann würde ich mich da einfach nochmal melden. Ich habe den jetzt gerade verlegt. Was heißt jetzt Kontakt zu wem? Ja, von Herrn Böhmermann. Wie gesagt, also davon weiß ich jetzt nichts und oder? Ich kann sie auch nicht durchstellen und ich glaube nicht, dass er jetzt hier im Hause ist. Wer könnte denn sowas in der Richtung wissen? Vielleicht geben Sie mir mal so eine Richtung, eine Richtungsnummer, sag ich mal. Wie gesagt, also man kann sie zurückrufen. Ja, dann machen wir das, das doch. Ihr Name weiß ich nochmal? Nick. Der ist bekannt. Nick Frick. Nick Trick. Genau. Gut. Also, ja, ich bedanke mich. Also, ich werde weiterleiten und man wird sich dann bei Ihnen melden. Das finde ich super. Vielen Dank. Alles gut, klar. Jo, bitte. Tschüss. Jo, tschüss. Jo, tschüss. Hallo? Hallo, spreche ich mit Herrn Trick? Ja. Genau. Ja, hallo, ich melde mich auf einen Anruf von der BTF. Sie hatten uns gerade kontaktiert und zwar geht es um Jan Böhmermann. Das ist richtig, genau, super. Ja, ich habe gehört, dass Sie ein Telefoninterview gehabt hätten. Genau, um 15:30 Uhr. Ja, das Ding ist also folgendes. Es tut mir total leid, aber leider ist die zuständige Person, die für den Jan zuständig ist, krank. Ich habe jetzt gerade bei uns im Kalender oder beziehungsweise in Jans Kalender geguckt und habe da auch nichts finden können. Mit wem haben Sie denn den Termin ausgemacht? Über Rocket Beans ist Ihnen auch ein Begriff wahrscheinlich. Ja, ja. Genau, über Rocket Beans kam der dann durch und okay. Da habe ich einfach nur die Zusage 15:30 Uhr den Termin zum Telefoninterview bekommen. Weil ich wundere das ein bisschen, weil Jan noch in der Sommerpause ist und wir eigentlich so gut wie gar keine Termine gerade für ihn ausmachen. Oder hat ihm schon eine Mail geschrieben, aber ja. Es kann halt wirklich sein, dass er jetzt nicht drauf antwortet, weil er eigentlich quasi Urlaub hat. Ja, das verstehe ich. Ja, klar. Wir hatten eigentlich einen Termin vor 2 Wochen, war glaube ich der erste angeplant, das war jetzt ein Ersatztermin. Vielleicht ist der dann deswegen auch ein bisschen untergegangen. Also wenn ich Sie jetzt vertrösten kann, irgendwie bis Montag, dann würde ich gerne warten, bevor wir jetzt irgendwie die Pferdescheuen machen und Jan weiß eigentlich. Und dann hoffe ich, dass es jetzt nicht so dramatisch ist, dass es heute nicht stattgefunden hat. Ja, das passt. Wenn das dann okay. Zeitnah. Super, vielen Dank für den Rückruf. Alles klar. Ja, gerne. Danke super. Auch. Bis Montag. Dann, ne? Danke. Ja, ciao. Tschüss. So, heute ist Montag, ja. Tag 2 unseres Experiments. Ruf den Böhmermann an. Wir haben uns bis zum Booker-Team von Böhmermann vorgeschlagen und sollten eigentlich jetzt im Moment einen Rückruf bekommen. Der ist noch nicht gekommen, deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir rufen da einfach mal zurück. Der Nick hier nochmal von Röbel TV. Wir hatten letzten Freitag schon telefoniert. Ja, genau, richtig. Ich habe auch schon mit der Kollegin gesprochen darüber. Also sie hat den Termin auf jeden Fall nicht ausgemacht. Es ist nicht über uns gegangen. Ich würde vorschlagen, dass sie nochmal eine Mail schicken und man dann eventuell gegebenenfalls nochmal einen neuen Termin ausmacht. Weil, wie gesagt, Jan ist gerade in der Sommerpause. Von daher kann das auch gar nicht bei uns gelaufen sein, weil wir gerade den Slot komplett frei halten. Dann werde ich da nochmal eine Mail durchschicken und dann wird sie ja wahrscheinlich einen Ersatztermin finden lassen. Gehe ich von aus. Ne? Wenn er denn Zeit hat. Gut, dann machen wir das so. Ich kümmere mich drum und wir machen das dann alles per Mail. Ja, alles klar. Genau. Wunderbar. So wäre es am besten. Alles super. Klar. Gut. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Jo, tschüss. Leider. Natürlich bitter, ne? Ja, jetzt sind wir irgendwie gescheitert. Ja. Gut. Ja, gut. So war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben es probiert. Die Mail ist auch nicht irgendwie, die ist untergegangen. Jetzt da. Naja, ist so. Blöd gelaufen. Aber Challenge ja wieder nicht bestanden. Das kennt ihr ja mittlerweile. Wenn ihr mal jetzt mal was Faires voten würdet, wo ich es vielleicht auch mal schaffe zu gewinnen, wäre ich euch sehr verbunden, liebe Freunde. Sehr verbunden. Ja? Dass das mal angekommen ist. Und jetzt zum Schluss. Unsere Sendung wurde ja oft durch den Dreck gezogen. Jetzt auch von vielen. Ah, oh, kein Anspruch. RTL-Niveau. Ja? Und sowas. Deswegen haben wir uns überlegt, zum Schluss hauen wir nochmal was raus. Bisschen politische Bildung für das naive Volk. Ne? Monotype findest du auch gut, oder? Kannst ja mal tuschen, ruhig. Ja. So. Und pass auf, ist so. Wir stellen euch ungefähr die Präsidentschaftsanwärter vor, die eigentlich wirklich
interessant sind für die US-Wahl. Und ich zeige euch mal gerade hier die beiden Kollegen Zahnsteine. Ja? Wir machen hier erstmal, ich mache mal kurz ein bisschen Background-Infos. Wir haben hier Dan Bilzerian. Dan Bilzerian fährt gerne Panzer und fährt gerne Frauen. Und das am liebsten in einem. Ja, ist ein Pokerspieler, hat schon irgendwie 50 Millionen, das darf ich gar nicht sagen, hat schon Geld auch verdient beim Pokern. Und das ist Donald Trump. Ja, man sieht hier mit einer äußerst miesen Frise am Start. Und er ist ja auch so, hat auch Geld und durchs Immobiliengeschäft. Ne? Und die beiden haben sich jetzt überlegt, warum nicht, was ist nach oben hin noch offen? Vor allen Dingen Geld, Politik. So, jetzt bin ich auch völlig durcheinander hier. Will man schon politisch anspruchsvoll unterwegs sein und kriegt es dann selber nicht auf die Kette. Und wir machen für euch den absoluten Politvergleich. Ja? Wer wird President of the United States? Wir fangen mal an erstmal mit dem Look. Die Looks haben wir ja schon gehabt. Ja? Hier einmal Donald Trump mit seinen Haaren und so. Und jetzt geht's zu den Kontoständen. Ja? Pass auf, Dan Bilzerian hat 50 Millionen US-Dollar beim Poker gewonnen und Donald Trump, da brauchen wir jetzt einen großen Tusch, hat 4,1 Milliarden US-Dollar. Ich glaube, wenn der die Kohle heute anzündet, dann hat er da immer noch bei seiner Rente was von. Das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel das ist. Und jetzt haben wir uns natürlich schon mal hingesetzt und die beiden, die sind natürlich nicht die hellsten Köpfe. Er hat viel Geld verdient zum Teil, viel Geld beim Pokern erspielt. Und wir haben mal ein paar Programmpunkte, mögliche Programmpunkte entwickelt. Ja? Donald Trump hätte zum Beispiel folgenden: klassifizierte Klassentrennung jetzt. Oder? das kann ich jetzt. Arbeiten oder reich geboren werden. Ja? So, denn Bilzerian hätte einen anderen: Bewaffnungspflicht für Männer oder Tanga-Pflicht für Bitches. Mögliche Wahlsprüche hingegen. Und dafür brauchen wir jetzt gleich erstmal, haben wir auch Tussis hier auf dem Fernseher? Nee, ne? Okay. Dan Bilzerian würde natürlich sagen, Bitches, get it done. Oder let the bitches do the work, motherfucker. Und Donald Trump, müssen wir jetzt mal hier auf dem Monitor zeigen. Man sieht, er scheut den Selbstbräuner nicht. Oder man weiß vielleicht auch Rahl 95. Ich glaube, das ist der orange Lackton. Donald Trump würde den Wahlspruch haben, fuck Obama, orange is the new black. So, und jetzt haben wir zum Abschluss noch ein Schreiben bekommen von unseren Politexperten aus New York, die gerade vor Ort sind. Und die haben uns kurz was zusammengefasst und quasi ein Statement geliefert. Ich zitiere wichtige Menschen jetzt. Neben der rein strukturellen Kandidatenbetrachtung sollte zudem in zukünftigen Wahlanalysen auch die Bedeutung der analysierten Nebenqualifikation außerhalb des politischen Amtes für ihr jeweiliges Anwendungsgebiet reflektiert werden. Bilzerian hat trotz finanzieller Nachteile eine signifikante Verbreitung in digitalen Medien wie Instagram und Co. Trump hingegen auch, nur ohne Titten. Die einzelnen Faktoren wurden in dieser Untersuchung weder gewichtet, noch deren Interdependenzen systematisch untersucht. Es ist anzunehmen, dass es Faktoren gibt. So, jetzt wissen wir, wer gewinnt. Hasentime! Hasentime! So, und es gibt eine, die Hasen feiern es auch, ich muss manchmal über die GIFs lachen, obwohl ich die schon kenne, aber ich finde sie immer wieder schön. Und es gibt jetzt eine Challenge-Auswertung. Das fleißige Redaktionsbienchen-Team hat mir jetzt gerade schon gesagt, dass sie schon ausgewertet haben, mit dieser digitalen Technik heutzutage alles möglich. So, Nick als Türsteher lässt keinen rein. Wo soll er sich beweisen? Vor dem Fitnessstudio. Ihr Ficker. Ey Mann, ey. Wenn da so Anabolika-Typen ankommen, die gerade da rein wollen, ohne um jeden Preis an die Brustpresse, und ich stehe dann da und sag dem als Hämpfling, so Junge, ist heute nicht. Alter, wisst ihr, wie ich hier nächste Woche sitze? Da ist aber Elias Mbarek ein Scheißdreck gegen. Mit der Scheißohrfeige, ey. Fickt euch. Sorry, aber wisst ihr, Alter, wisst ihr, wie breit ich...
Ich bin ja auch ab und zu mal da, ne? Aber die hauen mich tot, ey. Fuck. Ja, okay, wie viel Zeit haben wir noch? Krieg ich eine... Ich habe jetzt gehört, ich werde nächste Woche sterben. Ich drehe also noch ein paar Einspieler, bevor wir dann die Challenge machen. Vielen Dank, Leute. Ich glaube, vor allem die haben gewotet, die uns so haten. Und Maria vielleicht auch, weil du hast mit unterdrückter Nummer angerufen. Wir wissen das, Alter. Wir haben dich auf der Liste. Hier rennt alles schon. Wir haben alle schon am Start. Wir hören jetzt auf. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir lieben euch. Also, macht's gut. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal wieder dienstags, 21:30 Uhr. Tschüss. Tschüss.